Sinn, auch sich zu kurieren. Also, ganz faszinierend. So, jetzt kommen wir nämlich zu unserem Server-Ding zurück. Ich kann nämlich sagen, um einen Aspekt von vorhin zu verbessern, Disabled ist kein privates Feld von der Serverklasse, sondern es ist zwar auch jetzt ein privates Feld der Serverklasse, aber in einem Aspekt definiert. Das heißt, die Serverklasse muss sich jetzt nicht mehr um Disabled kümmern. Die Serverklasse muss nicht wissen, dass es irgendeinen Aspekt gibt, der die Disabled-Variable benutzt. Und dann kann ich sagen, ja, ich habe meinen alten Point gehabt, der alle Public-Methoden von Server hat. Before, after, wie vorhin, ist genau dasselbe. Und Aspekte können auch noch weitere Methoden definieren. Also Public Static Fix, dann setze ich einfach den Server zurück. Und dann können wir laufen, nachdem ich ihn repariert habe, wie auch immer, neu gestartet habe. Und dann ist tatsächlich, wenn ich Disabled als Aspektfeld einführe, die Serverklasse komplett befragt von dieser Aufgabe, von dieser Responsibility. Genau, das ist dann die Verbesserung von der anderen Seite. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr doppelt, das Disabled-Feld existiert jetzt nur in dem Aspekt. Genau. Wenn es zusätzlich noch in der Klasse existiert, hat das Präferenz. Also dann geht das vorher. Soweit ich es richtig verstanden habe, das ist ein spezieller Fall. Okay. Genau, das ist die Frage der praktischen Anwendung. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es in der, Logging ist halt etwas, das nichts verändert zur Laufzeit. Es ist halt einfach eine total passive Aufgabe, das zu tun. Und ich denke, da kann man relativ sicher mit arbeiten. Man kann es als Debugging-Tool benutzen, als Tracing-Tool. Ich denke, es ist extrem gefährlich, tatsächlich Dinge einzubauen, die Sales ändern im Software-System. Durch die IDE-Unterstützung ist Teamarbeit damit durchaus erleichtert oder möglicherweise erleichtert. Erstens. Ich habe jetzt gerade keinen Screenshot gemacht. Wenn man mit Clips arbeitet, mit den Development-Tools, dann kriegt man neben jeder Codezeile so kleine Pfeile. So, diese Codezeile ist advised. Und dann kann man draufklicken und dann wird man sofort zu dem Aspekt gebracht, der zusätzliches Verhalten anfühlt. Man kann die auch online anzeigen. So, wenn du das einreadst, diesen Aspekt, dann sieht der Code eigentlich so aus. Da gibt es ganz nette Grafiken. Auch die Klassen sind dann als Balken aufgeführt und sind dann farbige Striche drin, die Advised-Methoden oder Advised-Zeilen die klar machen. Das heißt, wenn es dieses nicht geben würde, diese visuelle Unterstützung, wäre es unglaublich gefährlich, weil du irgendwann einfach nicht mehr weißt, warum mein System jetzt kaputt ist. Weil irgendjemand gestern Abend halt einen Aspekt geschrieben hat, der gerade die Methode wieder trifft. Wegen irgendeiner Tatsache ist ein Wildcard. Du kannst auch den Namen Wildcards benutzen. Das String-Vergleich hier zum Teil ist natürlich unglaublich riskant. Ich sehe irgendwie noch, ich halte es doch einen schönen Punkt für ein sehr elegantes System. Ich denke mal, wenn man eine gewisse Disziplin einfließen lässt und vielleicht noch ein bisschen forscht, was Pattern angeht, dann lässt sich dann durchaus verbesserte Teamarbeit schaffen. Ich denke mal, das sind so eine Pandora's Boxes. Also das ist die Box of Gates, also ich kann das gut gefunden. Ich finde es sehr verheißungsvoll, ich bin total scharf auf das Thema. Ich versuche immer wieder aspektorientierte Dinge zu finden, so ein WPF zum Beispiel. Gibt es auch Attached Properties, da kann man dann auch UI-Elementen, Eigenschaften hinzudichten, die für bestimmtes UI-Verhalten halt nützlich sind. Und da war ich dann überglücklich, als es möglich war. Es ist aber halt auch gefährlich, ne? Also das, was du gerade meintest, du nimmst halt irgendwas, was Standard ist, und baust dir noch das hinzu, was du gerade brauchst. Mhm. Wenn ich jetzt, angenommen, ich hacke mich irgendwo rein, die haben dort eine Standard-X-Software laufen, wo ich den Quellcode liegen habe, und ich mache mir an den entsprechenden Punkten, ohne dass ich das jetzt richtig den Quellcode von dem Projekt ein bisschen kennen muss ich das schon, aber ich kann mich ja, ohne das Ding an sich zu ändern, komplett die Variablen und die Daten auslesen, die ich für mich brauche. Also selbst wenn es ein Kompilat ist oder sowas, und was du vorhin gesagt, du kannst selbst bei kompilierten Geschichten sich noch mit reinhängen. Dann kann das, was du gerade quasi als Programmierer sich nett findest, kann halt auch für einen anderen Zweck ja auch noch ganz nett sein. Ja, gibt es irgendwie die Diskussion, ich meine, was wenn du auf deine ursprüngliche Definition von den fünf Praktiken zurückgehst, die wir alle befolgen sollten, um vernünftigen Code zu schreiben, dann ist ja aspektorientierte Programmierung
super geeignet, um die Hälfte von denen hervorragend zu verletzen. Das heißt, ich kann einfach, wenn ich die Klasse substituiere durch eine neue Klasse, die intern anders funktioniert, und ich habe meine Join Points, und jetzt gibt es halt kein Disabled mehr als privates Feld in der Klasse, sondern das heißt jetzt anders, dann hätte ich ja automatisch praktisch, ich kann nicht mehr die Klasse ersetzen und mein Join Point würde noch funktionieren. Ja. Weil der Join Point würde in dem Moment praktisch kaputt gehen, außer ich sage in meinem Join Point, ich will nur die Klasse Point haben. Und selbst da bin ich ja nicht sicher gegenüber Änderungen in der Library, weil es ist ja keine Public-Seite. Gibt es da irgendwie die Diskussion, eine aspektorientierte Programmierung zu machen, die wirklich das machen, was ja jetzt auch im WPF praktisch nicht möglich ist, nur auf Public, also nur auf die Definition der Klassen selber zuzugreifen. Weil ich kann im WPF kann ich ja Sachen dazu dichten und kann neue Verhalten auf meine UI-Elemente draufpacken, aber ich weiß nicht, wie die Klasse dahinter funktioniert und ich kann auch nicht irgendwie auf die interne zugreifen. Ja. Die Diskussion darüber geht immer um Disziplin. Es geht immer, greife nicht auf Privatbezug. Tu das nicht. Wenn du das Miscount Substitution erhalten willst, dann benutze nur Join Points, die mit Interface-Namen sind. Dann kannst du nämlich das ersetzen. Dann kannst du halt verschiedene Typen von Interfaces halt ersetzen und dann funktioniert es. Aber im Zustand, in dem es jetzt ist, ist es tatsächlich pure Disziplin. Also da gibt es leider keine, die Sprache an sich ist dazu ja, zu frei. Gibt es denn Beispiele, die das tatsächlich, also ich meine, Logging ist ja nur ein Standardbeispiel, aber selbst Logging geht ja praktisch kaputt, wenn ich nicht weiß, wie die Klasse intern funktioniert, weil es gibt ja relativ wenig Klassen, die beim Logging nicht auch irgendwie einen internen State benutzen wollen. Ja. Weil was nützt mir ein Logging, was nicht irgendwie guckt, in welchem Status gerade mein HTTP verwendet ist? Aspekte können State speichern. Aspekte sind State vor. Ja, ich glaube, Sie müssen halt wissen, dass da irgendwie jetzt gerade ein HTTP-Socket offen ist und ich gerne loggen will, welchen Error-Code ich zurückkriege beim fehlgeschlagenen Verbinden. Während ich beim Rausgehen das halt irgendwie verpacken kann. Gibt es irgendwie Beispiele, die das nicht... Ich glaube, in den gravidierenden Timeframe kommen wir da. Okay. Okay, ja. Sind die Quotes aus dem Buch Pragmatic Programmer? Nee, weil genau das, ich glaube, das Open Close Principle, das ist wörtlich in dem Buch auch drin. Ja, also das hat schon einen historischen Hintergrund. Ja. Wer ist dieser Robert C. Martin? Das ist Robert C. Martin. Ist das nicht einer von den großen fünf, die hier dieses Dingsbuch geschrieben haben? The Great Patterns Programming Book. Practices and Patterns and blablabla. Na, was nicht. Mir kommt der Name daher bekannt, aber wahrscheinlich haben sie es da genauso formuliert. Mhm. Also es ist reines Name-Dropping. Ja. Kann ich halt immer nur an Solid erinnern und dann. Ja, das war's. Gibt es das auch irgendwie neben Java auch noch woanders? Was man in anderen Programmiersprachen? Nicht wirklich. Es gibt noch ein paar akademische Projekte. Mhm. Aber nicht so wirklich. Aber nichts.